Servus, liebe Leute, wieder zurück. Ich habe den ganzen Sumpf abgesucht, um nach Lou zu suchen. Okay, ist synchron. Ist mir nicht gelungen, beziehungsweise ich habe alles abgegrast nach meinen Möglichkeiten. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ich jetzt wirklich auch alle Schätze ausgegraben habe. Weiß ich jetzt nicht, das habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Vielleicht hat der ein oder andere mal genau aufgepasst und sich das notiert oder gemerkt. Aber um das zu überprüfen, ob ich alles... warte mal, was wollte ich denn machen? Ach ja, richtig. Ob ich es gemacht habe, werde ich wieder zurück ins Piratenlager fetzen, zur Plattform fetzen. Also ich gehe jetzt mal in die Richtung, überschneide das und dann sehen wir uns... Überschreite das, ja. Und wir sehen uns dann im Piratenlager wieder. Ja, hallo, Benny, hier bin ich wieder. Es ist noch nicht das Piratenlager, weil ich habe mal wieder geguckt und ich habe ja eine Teleportrune dafür. Ja, Greg. Ja, muss ich wieder einrendern. Sorry dafür. Ja, doof. Aber jetzt ist alles gut. Gucken wir nochmal ins Logbuch rein. Piratenbeute, da müsste ich dann Jenkins abfragen. Mächtige Waffe. Greg erlaubt mir, sein Schiff anzusehen. Allerdings müsste ich seinen Schlüssel zur Kajüte haben, um die Waffe ranzukommen. Das wissen wir. An die große Waffe, an die mächtige Waffe komme ich noch nicht ran, weil ich müsste erstmal... Steht ja hier auch, ich denke, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, Gregs Schlüssel zu stehlen. Ich sollte lieber erst meine Mission auf Corinnes erledigen und von Lord Baldwin erfahren, wie es weitergeht. Vielleicht komme ich dann ja eines Tages nach Corinnes zurück und kann mir dann die Waffe holen. Ja, gut, okay, bei dem Streit im Piratenlager. Gut, okay, da könnte eventuell klappen, dass wir dort glücklich werden, weil wir dann den Elridge finden. Könnten, um da mal weiterzukommen an der Stelle. Ja. Raus aus meinem Bett. Ja, raus aus deinem Bett. Ist ja kein Bett, das ist ja mehr so eine Pritsche. Strohpritsche. Greg pennt noch. Wieso pennen die alle noch? Henry, Skip. Ey, Skipper, skip mich mal zum Schiff. Ja, ist gut. Bring mich zum Schiff. Bring mich zum Schiff. Quest mächtige Waffe. Aha. Was sagt Greg dazu? Er hat mir die Erlaubnis gegeben. Gut, dann geht es gleich los. Ja, gleich. Ach so. Ich bin up. Was ist denn hier los? Das ist ja aber eine hübsche Begrüßung hier. Lucia. Sei heute Abend meine Tango-Braut. Nee, okay. Nee, das ist eines der ersten Lieder von Max Rabe. Wo gehen wir denn jetzt mal als erstes hin? Wir gehen erstmal, was weiß ich, in die Richtung. Um zu gucken, ob wir irgendwie irgendwas finden oder sonst irgendwelche Geschichten. Oh, ein schönes großes Schiffchen und zwar einen kleinen Lederbeutel. Ich speichere mal lieber ab. Ja, und so sieht das dann aus, richtig. Und da gegenüber war ich auch mal. Wie ich da wieder hinkomme, keine Ahnung. Nur fliegen ist schöner. Ja, noch was? Nein, dann gehen wir mal hier mal unter Deck oder erstmal gucken, was es hier alles hat. Nicht wahr? Schauen wir einmal. Kann ich hier das Steuer übernehmen? Kann ich nicht. Okay. Wieso ist hier keiner? Also hier ist die Küche, die Kombüse besser gesagt. Was hast du hier zu suchen? Oh, ja, Hendrik, Entschuldigung. Was suchst du hier? Geh! Okay, ich muss gehen. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Nee, ich bin nicht so dumm, wie ich nicht aussehe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ist klar. Das sind nur Fake-Türen. Fake-Türen. Oder? Ja. Sonst wären die eingelassen. Ja, da gibt es viele Peoples dort. Ich bin wahrscheinlich zu früh da. Oder wie? Weil es hieß ja etwas später. 6.36 Uhr. Okay. So, dann gehen wir mal gegenüber. Und holen mal hier was Extrahiertes.
Mann. Ach ja, wieso habe ich die hier nicht angesprochen, die Lucia? Kommst du nicht aus Corinis? Erinnere mich bloß nicht daran. Mein Leben in dieser Stadt war schrecklich. Als noch die Schiffe mit den neuen Verurteilten ankamen, da war in der Stadt noch was los. Aber diese ganzen anderen Typen... Nein, danke. Vielleicht liegt's daran, dass wir auf einer Insel sind. Naja, die Zeiten sind vorbei. Oh ja. Was gibt es denn bei euch Piraten zu trinken? Oh, überlegen wir das mal. Was gibt es denn bei euch Piraten zu trinken? Etwa Bier? Wir haben nur wenig Bier. Das einzige Bier auf der Insel haben die Paladine mitgebracht. Naja, wenigstens etwas Gutes, das die Kerle mitgebracht haben. Ansonsten trinken wir Schnaps. Ich habe selbstgebrauten Grog und weißen Rum. Den solltest du probieren. Das Rezept habe ich von Samuel. Der Alte versteht wirklich sein Handwerk. Herrlich. Oh, die kann mir was beibringen. Kannst du mir was beibringen? Nur zu gern. Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit trainieren. Aha. Das kenne ich auch noch nicht, dass eine Frau einem was beibringt. Okay, ich will geschickter werden. Ich will geschickter werden. Uah, 20 LP, ja, okay. Moment mal, gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Das ist, ja. Gucken, ob sowas hier Besonderes hat. Holder, Ring der Roter Tränenpfeffer und Laborwasserflasche brauchen wir nicht. Es wäre schwierig, ihren Geldbeutel zu stehlen. Apropos Geschick, was haben wir denn hier an Geschick? 93, noch nicht mal über 100. Mann, Nummer. Sollte man eigentlich machen, aber 20 für Dingsbums, das geht gar nicht. So, dann haben wir hier Wachol. Ich weiß nicht, ob. Wo will denn Lucia jetzt hin? Was suchst du hier? Geh! Tolle Nummer, die schicken mich alle raus. Ich wollte eigentlich in den Laderaum rein, aber wahrscheinlich muss ich des Nachts dann schlafen. So, hier gibt's keine Besen. Upsala. Ja, schön, dass ich auf dem Schiff jetzt bin. Und nu? Ich guck mal eben ins Logbuch, da gab's ja zwei. Okay, mächtige Waffe. Ich kann nun auf das Schiff und mir die Waffe holen. Skip bringt mich hin. Vielleicht kann man das Schiff da an irgendeinen Schrein verbessern. Was? Vielleicht kann man das Schwert, ach so, an einem Schrein verbessern. Ich sollte aber dann erst Rennen mitteilen, dass diese Waffe in meinem Besitz ist. Aha. Bei dem Piratenlager, okay, das ist nix. Dann, Piratenwrack im Sumpf, das ist auch noch nicht erledigt. Mächtige Waffe Piraten, ja, das muss ich nochmal machen. Aber ich muss erstmal gucken, ob ich hier an irgendwas rankomme. Außer hier nur auf Deck und nicht unter Deck. Mittlerer Lederbeutel, das nehmen wir doch mal mit. Kann ja auch nicht schlafen. Und hier gibt es noch kein weiteres Unterdeck mehr. Doch, gibt es schon, aber... Gucken. Kann ich da was lernen? Was waren da eben? Hallo, ich gehe schon. Kluges Kerlchen. Und wie komme ich jetzt wieder vom Schiff? Das wäre cool. Wahrscheinlich kann ich dann nur hier rüber und rüberspringen. Oder gibt es irgendwie jemanden, den ich ansprechen kann, um vom Schiff wieder ganz galant wieder an Land zu kommen? Nee, geht wohl eher nicht. Erstmal die Jahreszeit abgucken. Nee, die Jahreszeit. 7.27 Uhr. Ich werde mal warten. Oh, da ist schon der Erste, da ist schon der Erste, da ist schon der Erste. Gleich hin. Ach, das wird der Schmied sein, Kendrick. Ach, den haben wir eben schon gesehen. Hey, du. Hey. Ist was? Oh. Wer bist du? Mein Name ist Kendrick. Und wer bist du? Mein Name ist Roland. Schön. Dann wäre das geklärt. Willst du Waffen kaufen? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Ich schmiede Waffen, verkaufe aber keine. Wenn du was kaufen willst, musst du dich an Garrett wenden. Tja, toll. Und weiter. Hey du. Wie geht's? Solange ich genug Arbeit habe, bin ich zufrieden. Gut. Okay, Kendrick kann mir auch gar nicht weiterhelfen. So was jetzt aber auch. Muss ich noch ein bisschen mehr warten, ne?
warte ich noch ein bisschen mehr, bis sich irgendwer hier raustraut, ne? Also, die schlafen ja wohl hier alle unten, denke ich mal. Nee, das ist ja der Raum. Oh, riskant. Was suchst du hier? Kluges Kerlchen. Hä? Was suchst du hier, du kluges Kerlchen? Ja, dann kann ich ja weitermachen. Kleiner Lederbeutel, kleiner Lederbeutel. Ich habe ja übrigens vorher gespeichert, deswegen. Kleiner Lederbeutel, Ring der Steinhaut. Der so richtig reinhaut. Sich in die Haut des Fingers eingräbt. Da ist ja noch was. Mana Elixier. Sonst irgendwie was auf den Kartons hier. Kartons. Truhen. Nee, sieht nicht danach aus. Irgendwas hier dazwischen. Man weiß es ja nicht. Zack. Ah, da ist noch was. Was? Motorradfett. Hey, das ist ja lustig. Eben mal schnell hier reingefetzt. Und schon bin ich nicht mehr in dem Raum. In dem Vorraum. Was suchst du hier? Oh, jetzt. Ja. Ich hau ja schon ab. Kluges Kerlchen. Alles gut. Herrlich. Klasse. Oh ja. Das Ganze riskiere ich natürlich auch mal hier drüben. Moment mal. Hier gibt es auch kein Unterdeck. Also heißt das... Moment mal. Hä? Man kann nirgendwo runter? Gibt es nur die beiden? Kendrick und sie? Hä? Mehr nicht? Kein Elridge? Da unten liegt einer. Oder ist das eine Rüstung, die man... Oh, eine Piratenrüstung. Okay, nehmen wir die mal. Piratenrüstung. Das ist jetzt nicht gerade erquickend für mich, dass hier niemand mehr ist. Nie mehr. Nicht mehr Leute. Ich bin echt... Moment mal. 8.25 Uhr. Ja, das ist eigentlich normale Zeit. Also mehr habe ich nicht gefunden. Okay, dann müssen wir dann wohl oder übel ins kühle Nass springen. Uah, dusch. Look, look, look. Okay, wir sehen uns drüben am Strand. Oder noch nicht, weil hier schwebt eine Flasche mit reinem Mana. Okay, haben wir genommen. Mal Textur. Was ist das? Juwelenschatulle. Alles gar nicht entdeckt gehabt. Na gut, okay. Jetzt warte mal schneller da. Also nicht warten, sondern durchs Wasser warten. Speichern. Ja. So, jetzt mal orientieren wir. Jenkins, ja, den wollte ich mal gucken. Scheiße. Sonst hätte er mir nämlich erzählt, dass ich, die Piratenbräute. Ich habe Jenkins, ja. Also habe ich sie noch nicht alle. Oh Mann. Noch nicht alle. Gefunden. Sowas Beklopptes jetzt. Skip ist noch da. Hat noch die Option, bring mich zum Skip. Schiff. Lukas. Hey. Es steht auch nur, wie geht's? Große Frage. Jetzt gehe ich nochmal oben zum Tor und dann muss ich mir überlegen, was ich weitermache. Also, Henry. Hey, du. Ja. Trainieren, okay. Moment mal, was kann man hier? Lass mich in Ruhe. Ich hab doch... Jetzt nicht. Moment mal. Den konnte ich nur einmal fragen. Lass mich in Ruhe. Jetzt sagt er plötzlich, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Das muss noch geklärt werden. So, Alligator Jack. Muss weg. Hey, du. Ja. Und sonst? Ich muss zugeben, dass ich dich falsch ein... Ja, kennen wir. Ja, liebe Leute. Guck ich mal kurz ins Logbuch. Vielleicht gibt es da mal einen Hinweis. Ich mache Folgendes. Ich gehe wieder zurück in den Sumpf und gucke mal explizit, wo ich noch nicht gegraben habe. Denn ich will ja jetzt nicht so ein Stückwerk machen, dass ich jetzt wieder zurück, wohin, dahin oder sonst irgendwie was. Ich muss das hier mal erledigen, also bis später. Ja, ich habe im Sumpf alles abgesucht, nochmal alles abgeklappert, die ganzen Kreuze. Und die habe ich im Sumpf alle
schon ausgehoben, die Schätze. Jetzt ist mir aufgefallen, auch ich habe vorher natürlich im Off geguckt und denke mir, Moment mal, hier schwebt ein kleiner Lederbeutel. Und ich war der Meinung, ich hätte es ausgegraben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal das Ding. Genau gegenüber rechts daneben, das habe ich nämlich auch schon untersucht. Da hätten wir erstmal alles hier schon mal ausgegraben. Jetzt muss ich weiter gucken. Es gibt nämlich noch einige Kreuze, die zwar ganz oben im Norden, da war ich glaube ich noch nicht. Ja, da war ich noch nicht. Und wie es unten aussieht, da meine ich auch alles gemacht zu haben. Aber da oben im Norden, da müsste man hinkommen. Bloß wie? Schauen wir mal. Also, ich befinde mich links oben, kurz unmittelbar vor dem Schiff hier. Und soweit ich das noch aus einer alten Folge weiß, wenn ich jetzt nämlich hier rechts rumgehe, oder besser gesagt hier warte, dann, nur um das nochmal in Erinnerung zu holen, habe ich hier auch wieder einen Höhleneingang. Wie heißt man, wenn du mal ein bisschen hochkletterst? Danke dir. Und ich komme hier nicht weiter. Hier ist irgendwas. Und ich habe irgendwie die blöde Vermutung, dass ich da irgendwie weiterkomme. Bloß wie? Hier gibt es keinen Schlüssel. Naja, ich schätze mal, das Ding müsste man von innen aufmachen. Aber wie komme ich da hin? Das ist die große Frage. Die Steine bieten auch, glaube ich, keine Möglichkeit, da irgendwie hier hochzukommen. Das muss man nochmal ergrübeln. So, ich melde mich nach langer Kraxeltour wieder. Ich bin ja nicht da hochgekommen. Ich gucke nochmal auf die Uhrzeit. Es ist jetzt Nachmittag, also mittags rum. Ich gehe nochmal zum Schiff rüber. Zum Schiff. Geht sofort los. Weil wegen der Uhrzeit, Tagesabläufe. Und, aha, da ist Elbridge, oder? Ja. Hey du. Hey. Bist du nicht Elbridge, der Neffe von Torben? Ja, aber woher weißt du? Moment mal, du bist doch Roland, Bospas Sohn. Was machst du denn hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich bin wegen Lucia hier. Es führt dieses Leben und ich will es auch führen. Wenn du meinst, dass dies das Richtige für dich ist? Ja, meine ich. Und das lasse ich mir von niemandem ausreden. Was machst du eigentlich hier? Ich bin rein zufällig hier. Ich habe am Strand Ren getroffen und... Ach ja, Ren, richtig. Der ist ja auch hier. Meine Güte, wenn das so weitergeht, ist bald halt Corinus hier. Du hast es gut. Du hast es gut. Ah ja, im Streit. So, findest du? Ja, hier auf dem Schiff muss man sich nicht so abplackern. Wenn ich da an die Jungs denke, die den ganzen Tag am Strand Holz am Sägen sind, mit denen möchte ich nicht tauschen. Ich auch nicht. Da bin ich lieber bei Lucia. Wie kommt es eigentlich, dass du nicht zu diesen Arbeiten herangezogen wirst? Ich hab da so meine Beziehung. Aber das war nicht ganz billig. Ich musste Francis... Aber halt, das darf ich dir ja gar nicht sagen. Was darfst du nicht sagen? Nichts, gar nichts. Lass mich jetzt am besten in Ruhe. Ich habe mich um wichtigere Dinge zu kümmern. Verstehe. Verstehe. Ja, also auf jeden Fall haben wir da... Ich wollte... Mann, störe mich nicht. Okay. Ich bin beschäftigt. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen weiter, was den Streit im Piratenlager angeht. Ich habe Elridge über Francis ausgefragt. Doch komme ich auch bei ihm nicht weiter, ob ich da jemand anderen auf dem Schiff fragen sollte. Okay. Also hier noch nicht ganz zu Ende. Ich speichere mal ab. Denn es kann ja sein, dass zum Beispiel Lucia noch was weiß. Ich will geschickter werden. Nein. Dass hier der Herr... Hey du, komm mal her. Was willst du von mir? Ich habe mitbekommen, dass du etwas über Francis wissen willst. Vielleicht kann ich dir da weiterhelfen. Du willst mir helfen? Warum? Elbridge lungert hier den ganzen Tag herum. Und ständig muss ich mir dieses Liebesgeflüster anhören. Ich weiß genau, dass Elbridge Francis bestochen hat, damit er ständig bei Lucia sein kann. Aha. Kannst du das auch beweisen? Vielleicht, aber nur wenn du mir versprichst, dass Elbridge zur Arbeit herangezogen wird. Nun, ich tue, was ich kann. Gut,
Wenn du mir außerdem noch bei einer anderen Sache hilfst, bin ich bereit, dir weiterzuhelfen. Okay. Ja, dann was soll ich tun? Was soll ich tun? Hast du vielleicht vor, ins Landesinnere zu gehen? Vielleicht. Warum fragst du? Kannst du schweigen? Was ich dir jetzt sage, sollte kein anderer erfahren. Vor allem Greg nicht. Einverstanden. Um was geht es? Im Landesinneren gibt es noch einige von Ravens Banditen. Einer von diesen ist ein alter Bekannter von mir. Sein Name ist Scatty. Könntest du nach diesem Ausschau halten? Werden mich die Banditen denn nicht angreifen, wenn ich mich diesen nähere? Sehr wahrscheinlich. Deine Aufgabe wird daher nicht leicht sein. Aus diesem Grund wäre ich bereit, dir 100 Goldstücke für deine Mühen zu zahlen. Etwas zu wenig für mein Leben. Leg noch 100 drauf. 200? Das wird mir zu teuer. Sagen wir 150? Mal sehen. Sag mir erst, was du eigentlich von diesem Scatty willst. Ich will ihm ein Geschäft vorschlagen. Aha, jetzt wird es interessant. Um was geht es? Um Gold. Die Banditen haben eine Goldader entdeckt. Ich möchte daran beteiligt werden. Verstehe. Und was bietest du Scatty dafür? Nun, ich würde ihm bei einer Beteiligung anbieten, ihm zu helfen, aus dem Tal zu kommen. Die Banditen sind nämlich von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Das stimmt zwar. Doch wenn ich den Teleport wiederherstelle, können sie doch jederzeit das Tal wieder verlassen. Haha, das schon. Doch sie müssten ja auch diese Küste verlassen. Und das wird nicht so einfach sein, solange wir diese besetzt halten. Das ist richtig. Ein schlauer Plan. Scatty bleibt gar nichts anderes übrig, als darauf einzugehen. Doch etwas hast du vergessen. Und was? Nun, wenn es um eine Goldmine geht, lasse ich mich nicht mit ein paar hundert Goldstücken abspeisen. Zumal du ohne mich dieses Geschäft nicht machen kannst. Na also, pass auf. Wir haben schon mal Scatty getroffen, wir haben die Goldmine ausgeplündert. Dann werde ich mal bestätigen. Ich will an der Goldmine beteiligt werden. Na schön. Ich sehe, dass ich keine andere Wahl habe. Aber hast du wirklich so viel Zeit zu warten, bis die Mine erschöpft ist? Nein, so viel Zeit habe ich nicht. Das dachte ich mir. Ich mache dir daher folgenden Vorschlag. Wenn du Scatty hilfst, die Mine auszubeuten, gebe ich dir 1000 Goldstücke. Außerdem kannst du alles Gold aus der Mine haben, was du tragen kannst. Na, was sagst du? Klingt gut. Aber was ist, wenn Scatty ablehnt? Tja, dann fällt mein schöner Plan ins Wasser. Aber ich hoffe, dass er mit meinem Vorschlag einverstanden ist. Denn schließlich hat er ja gar keine andere Wahl, wenn er diese Küste verlassen will. Oh Gott. Warte mal. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, weil nachher muss ich alles nochmal machen. Goldmine der Mine der Banditen. Kendrick ist bereit, mich in der Goldmine zu beteiligen. Streit im Piratenlager. Oh, ja, der Schmied Kendrick. Moment mal, ich habe Elridge. Genau. Der Schmied der Piraten Kendrick scheint mir einen wichtigen Hinweis geben zu können. Dafür soll ich aber etwas für ihn tun. Kendrick will einem gewissen Scatty sein Geschäft vorschlagen. Erst wenn ich ihm dabei geholfen habe, wird er bereit sein, mir weiter zu helfen. Ja, ich hatte ja Scatty schon gefunden. Jetzt muss ich wieder hin zu Scatty. Und auch danke für den Kommentar vor ein paar Folgen zurück. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war, dass der Scatty nochmal für mich wichtig werden wird. Ich speichere mal ab. Ah, ich habe da noch ein paar andere Peoples rumfetzen sehen. Hier. Monty. Hey. Hey, wie sieht's aus? Ja, ich lebe. Und nur das zählt. Okay, noch was? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Okay, geh ich mal was weiter. Was suchst du hier? Geh! Okay. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, okay, das machen wir alles später mal. Aber ich muss irgendwie jetzt noch mal zu Scatty kommen. Das heißt, mal gucken, gibt es hier irgendwie noch ein paar Peoples, die ich... Nee, glaube nicht. Nein, sie halten sich alle da auf. Aber kommt doch keiner von denen raus, ne? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Gucken, Gabel eben ansprechen. Nee, 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 nee. Wird blockiert, also rüber...
Rüber zu Sketty. Ja. Yeah. Oh, nicht fallen. Blende mich dann wieder ein, wenn ich Sketty wieder gefunden habe. Na, das wird eine Suche. Ja, da bin ich wieder. Es hat jetzt für mich in meiner Echtzeit länger gedauert, weil ich musste erstmal herumkramen, wo Sketty ist. Und da ist mir ein Kommentar von Taris eingefallen. Herzlichen Dank übrigens auch. Der mir gesagt hat, du musst dir Sketty nochmal die Stelle merken, wo er ist. Und das war in der Folge der Fokustein. Und dort werden wir jetzt hingehen. Und das war in diesem Gebäude. Da, wo die ganzen Plattformen sind. Jetzt muss ich nochmal gucken. War das hier auf der rechten Seite? Und da ist Sketty. Jawohl. Und jetzt geht's endlich weiter. Mein Gott, hat das zäh begonnen. Mal gucken, Skettychen. Sag mal was. Schürfen lernen. Kennst du den Typen namens Kendrick? Oh. Kennst du einen Typen namens Kendrick? Ha. Der Name sagt mir schon was. Wenn ich mich recht entsinne, hieß mal so ein Kerl, dem ich im Knast begegnet bin. Mehr weißt du nicht über ihn? Nicht viel. Früher muss er wohl ein Schmied oder sowas gewesen sein. Aber warum fragst du? Kendrick ist jetzt Schmied bei den Piraten. Er hat gehört, dass du hier bist und schlägt dir ein Geschäft vor. Ein Geschäft? Das hört sich interessant an. Um was geht es? Er bietet dir an, dich sicher aus diesem Tal zu bringen. Ja, dich sogar von dieser Küste wegzubringen. Das wäre allerdings nicht schlecht. Doch was verlangt er dafür? Beteiligung an der Goldmine. Ha! Beteiligung an der Goldmine. Na schön. Von mir aus kann er kommen und sich so viel Gold nehmen, wie er will. Was ist daran so lustig? Das kann ich dir sagen. Die Orks haben unser Lager besetzt. Und daher kann auch niemand die Mine betreten. Bevor die Orks nicht weg sind, setze ich keinen Fuß in die Mine. Muss mich wieder anmachen. Hä? Ich war doch drin in der Goldmine. Ich verstehe es nicht. Ach so. Man sollte auch mal lesen, ne? Ich habe die Orks beseitigt. Juhu. Ich habe die Orks beseitigt. Tatsächlich? Das war doch eine halbe Armee. Was ist jetzt? Begleitest du mich jetzt zur Mine oder nicht? Na schön. Vorher aber müssen wir noch etwas regeln. Wie soll das Gold jetzt aufgeteilt werden? Ganz einfach. Kendrick und du bekommen jeweils die Hälfte. Und was ist mit dir? Du willst doch bestimmt nicht auf das viele Gold verzichten. Ich habe keine Zeit zu warten, bis die Mine ausgebeutet ist. Daher nehme ich nur das mit, was ich finde. Na schön. Dann lass uns zur Mine gehen. Ach, jetzt muss... Komm mit. Gut. Oh, sorry, Leute. Ja, jetzt muss ich ihm auch noch hin. Jetzt muss ich gucken, wo die Mine war. Okay, dann werde ich mit Sketty, wenn er denn hinterherkommt, bis zur Goldmine gehen. Siehst du, Sketty, alle Orks sind hier weg. Da brauchst du keine Angst mehr haben. Die hat der Roland, beziehungsweise ich, völlig alleine. Haben die gekillt. Also wir haben die gekillt. So, gucken wir mal auf die Zeit. Ja, es wäre wieder mal an der Zeit, diese Folge zu beenden. Er hat ein bisschen zäh begonnen, aber ich werde auf alle Fälle nochmal Sketty bis zum Mineneingang bringen. Und das ist ja hier oben gewesen noch weiter. Hallo. Ja, der hat ein paar Sperenzien gemacht, als ich ihn aus seinem Versteck da rausholen wollte. Die erste Treppe wollte er nicht nehmen. Da habe ich natürlich ein bisschen rumgewürgelt. Aber das ging dann doch noch ein bisschen. Ja, es geht. So, da wären wir. Ja, da sind wir. Tja, Schürfen lernen. Wie geht es jetzt weiter? Ich werde jetzt die Mine so gut es geht ausbeuten und das Weitere mit Kendrick besprechen. Sag ihm, dass er mich immer um Mitternacht am Teleport im Canyon treffen kann. Gut. Aha, ich würde gerne Goldbrocken gegen Goldmünzen tauschen. Das machen wir später und gucken, ob das für uns Vorteil von Vorteil ist. Ich beende für diese Folge, sage ich ein Tschüss, Abo und einen Kommentar. Super klasse gelaufen bis jetzt. Ich dachte, ich würde jetzt echt abgehen, aber ich sage ganz kurz und knapp Tschüss, bis zum nächsten Mal.